Joschka, du bist aus Schleswig-Holstein und nimmst an einem Austauschprogramm mit Amerikanern hier in Stuttgart teil, wo auch andere deutsche Landtagsabgeordnete mit dabei sind, amerikanische Landtagsabgeordnete. Was hat dich dazu bewogen, dich zu bewerben und mitzumachen? Vor allen Dingen zuerst die Möglichkeit, neue Perspektiven kennenzulernen. Ich finde, das ist eine große Qualität des politischen Arbeitens, dass wir immer wieder die Gelegenheit bekommen, neue Perspektiven kennenzulernen, neue Menschen kennenzulernen, Erfahrungen und damit auch neue Ideen zu entwickeln für die Probleme, vor denen wir stehen. Und da war das, was uns diese Initiative geboten hat, einfach ein großartig klingendes, ein unheimlich spannend klingendes Angebot, das ich sehr, sehr gerne angenommen habe und über das ich mich umso mehr freue, jetzt, wo ich es erfahre. Bist du ein Transatlantiker? Ich würde sagen, ja. Und also allein die letzten 2 Tage haben mich spätestens zu einem gemacht. Ich habe jetzt so viele tolle Menschen kennengelernt, so viele spannende Perspektiven und wirklich auch tiefgehende Gespräche gehabt mit tollen Kolleginnen und Kollegen. Und das hat mir sehr viel gegeben und sehr viel gebracht. Und ich hoffe, dass wir das genauso auch zurückgeben können an unsere Kolleginnen und Kollegen aus den USA. In unserem Labs of Democracy Projekt geht es ja darum, gegenseitig zu lernen von guten Erfahrungen, Best Cases, aber auch vom Scheitern, damit man nicht dieselben Fehler nochmal macht. Gibt es schon etwas, was du sagen würdest, was du mit nach Schleswig-Holstein zurücknimmst? Auf jeden Fall. Also tatsächlich sowohl von unseren amerikanischen Kolleginnen und Kollegen als auch hier aus Baden-Württemberg. Also das ist ja auch immer wieder eine spannende Erfahrung, wie wir allein innerhalb Deutschlands von den Ländern voneinander lernen können. Wir haben da heute viel gelernt über die Frage, wie wir Digitalisierung zu kleinen und mittelständischen Unternehmen bringen können. Das fand ich sehr spannend. Ist eine Frage, die wir uns genauso auch in Schleswig-Holstein stellen. Aber wir haben auch aus den USA spannende Aspekte bekommen dazu, wie wir unter anderem mit Datenschutzfragen umgehen sollten in Europa. Wir sind da noch Vorreiter, aber vielleicht gibt es auch da ja irgendwann mal dieses Bedürfnis nach einem Update. Und da gab es viele interessante Ansätze, ebenso über ganz praktische politische Fragestellungen der Kampagnenarbeit beispielsweise, über die wir uns dann ja am Rande auch unterhalten. Also viele spannende Impulse für unsere Arbeit. Könntest du uns vielleicht ein Beispiel dafür nennen, was besonders spannend war von den Erzählungen der Amerikaner? Also wir müssen dazu sein, natürlich uns überlegen, wen haben wir aus Amerika dabei? Und ich meine, da haben wir wirklich spannende Kolleginnen und Kollegen, die vor allen Dingen von der Westküste ja auch mit großen Tech-Unternehmen zu tun haben. Und ich fand besonders spannend die Frage, die Sie sich stellen, was setzt eigentlich die Benchmark für die Arbeit großer Konzerne? Also, dass die uns eben auch mitgeben, wenn wir sehr fortschrittlich recht setzen, dass das auch ein Einfluss hat auf die Art und Weise, wie Microsoft beispielsweise oder Google dann agieren. Und wir arbeiten jetzt gerade beispielsweise an der Frage, wie wir den Einsatz von künstlicher Intelligenz durch die Verwaltung regulieren können. Und da haben sowohl Kalifornien als auch Washington State schon Erfahrungen drin. Und da habe ich den ein oder anderen Impuls mitbekommen für unsere Gesetzgebungsverfahren, die gerade laufen. Würdest du noch mal an unserem Programm teilnehmen? Selbstverständlich und mit großer Freude. Dann hoffen wir sehr, dass du uns dann weiterempfehlen wirst für den nächsten Jahrgang. Und vielen Dank, dass du mit dabei bist. Vielen Dank für die Dankeschön. Möglichkeit.